Das Gute ist ja dann auch, also es wird ja Fridays for Future auch oftmals vorgehalten, dass sie quasi nur zeigen, was ist schlecht quasi. Was muss, aber also das, wir müssen das und das machen, aber dass sie nicht so wirklich Antworten zeigen und das wäre ja dann quasi so eine, also schon auf jeden Fall ein Anfang. Die Fridays for Future würden ein Lösungsmodell mit in die Diskussion werfen, denn ich darf dir meine größte Befürchtung sagen. Von Frau Merkel selbst kommen keine Lösungsmodelle. Sie kann das gar nicht. Weißt du, ein Politiker kommt aus der Mitte der Wirtschaft, wird von Wählern aus der Mitte der Wirtschaft gewählt, soll die Mitte der Gesellschaft repräsentieren. Wir sind uns in allem einig, dass das eine Riesenchance ist. Ich fände es halt ganz toll, wenn wir darüber alle diskutieren würden, uns alle, vielleicht ein paar Professoren einladen würden dann und das auch schaffen würden. Und dann wir wirklich diese Chance nutzen. Denn nur fordern, aber der Politik nichts anbieten, da kommen wir nicht weiter. Ja, das kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da mehr noch versucht, ja, wirklich Lösungen zu zeigen, Lösungen auch. Wenn wir über dieses Modell jetzt überall diskutieren und dann vielleicht sogar dann die Luisa Neubauer Greta anruft und sagt, wenn du aus USA zurückbrichst, müssen wir eine Pressekonferenz gemeinsam machen und müssen das in die Diskussion werfen, denn am Ende entscheidet sowieso die Gesellschaft darüber. Denn guck mal, Frau Merkel wird nichts tun, wo nicht die Meinungsumfragen sagen, 60% meiner Wähler wollen das. Die müssen diese Gesundheitsreform so ein bisschen verstehen. Ohne das passiert eh nichts. Ja, also denke ich auf jeden Fall auch. Ich denke auch, dass es wichtig ist, so eine Gesundheitsreform ist eigentlich schon so lange fällig, auf jeden Fall. Weil es halt auch einfach, es ist einfach wichtig, dass man, also auch unabhängig vom Klima, ist halt wichtig, dass man was für die Gesundheit tut. Und ich sage immer den dummen Spruch, auch wenn wir das ganze Klima reparieren, haben wir immer noch Übergewichtige, Krebskranke, Kriege, Kriegstote. Wir müssen auch die anderen Probleme lösen. Und die Professoren haben mit diesen 20 Reformen so ein Gesamtpaket. Und das alles wird auf Prävention umgestellt. Es hängt halt alles auch voneinander ab, weil es ist alles so vernetzt.